Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Terraria mit dem Vita-Wolf. Und dem Demis. Ja, ich bin auch dabei. Geht her. Ja, wir hatten eine kleine Pause wieder einlegen müssen. Und jetzt geht's endlich weiter. So. Was ist denn unser Plan? Ich würde ja sagen, also ich hab ja ein paar Tipps bekommen. Da hieß es, eines der wichtigsten Sachen, die wir am Anfang machen sollten, wäre ein vernünftiges Haus bauen mit mehreren Räumen für NPCs, die da einziehen können. Okay. Ich brauche hier nochmal ein bisschen Lehm ab, das können wir bestimmt gebrauchen. Ja, mach das. Ich bräuchte doch eigentlich demnächst mal ein größeres, also hier das Schwert, was du auch hast. Was war das? Bronze, ne? Ja. Ja, da bräuchte ich mal ein bisschen Bronze, aber erstmal wird hier Holz gefällt wie ein Profi. Was bringen uns denn die NPCs? Das sind zum Beispiel Händler. Es gibt zum Beispiel Händler, die einem Munition verkaufen, bei denen man andere diverse Sachen kaufen kann und weiß ich was alles. Ich habe auch inzwischen rausgefunden, bei der Ausrüstung gibt es ja noch diesen Bereich in der Mitte da, ne? Bei der Rüstung hat man ja so drei Felder. Ja, genau. Das Sozial, das sind einfach so Klamotten, die du über deine Rüstung ziehen kannst. Zum Beispiel so ein Regencape oder sowas. Das ist reine Optik dann. Okay. Wenn dir vielleicht die Rüstung optisch nicht gefällt, kannst du das halt drüber ziehen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Pass auf! Was hältst du denn von folgendem Plan? Wir gehen jetzt erstmal beide Material ein bisschen besorgen und dann bauen wir das Haus aus. Ja. Ich hätte vor allem gerne Stein. Und ich habe noch mehr rausgefunden. Ich habe nämlich noch einen Tipp bekommen. ich glaub, Holz Leitern in der Form gibt es nicht. Aber es gibt ja diese Holzklappen, die wir bauen können. Holzklappen? Also ich habe mal in einem Video Leitern gesehen, deswegen dachte ich, dass es die... Nee, Leitern gibt es, glaube ich, nicht. Hm. Wie ich das verstanden habe. So, pass auf, ich zeig dir das einfach mal. Ich baue mal eben welche. Mach das. Holzklappen. Hier, Holzklappen. Mal gut, welche dabei zu haben. Pass auf, um dir das mal zu demonstrieren. Wo bist du eigentlich? Ich bin unten in der Mine. Oder unten, ja, ich weiß nicht, ob man das Mine nennen kann. Ja, doch, doch, doch. Genau hierfür kann man das auch gut demonstrieren. Pass auf. Ich passe. Zeige dich. Ich mache jetzt hier einfach mal so Holzklappen hin. Pass auf, die baust du einfach, die kannst du hier an die Rückwand bauen, ne, oder irgendwo dran, wie das halt hier so ist. Zum Beispiel so, siehst du das? Ja. Da kannst du halt dann drauf springen. Und wenn du runter willst, drückst du einfach S. Ja, ja gut, dann sah das wahrscheinlich mit den Dingern so aus wie eine Leiter. Kann sein, ja. Auf jeden Fall sind die Dinger sehr praktisch. Damit kannst du dann halt zum Beispiel dir auch hier sowas bauen oder dass wir eben mehrere Etagen dann bei Häusern erklimmen kannst. Hier macht man hier eins hin und dann kann man hier auch leichter hoch. Zack. Die kann man auch gut dann über die Mineneingänge machen, dass man da nicht aus Versehen reinfällt oder so. Und wie macht man die? Ja, die kannst du einfach aus Holz herstellen. Das ist eines der Standard-Items. Ich glaube, dann brauchst du schon eine Werkbank. Aber du brauchst nur Holz dafür. Ja, dabei, dann mache ich mir erstmal ein paar davon, dann komme ich nämlich auch überall dran. Mach das. Wenn ich hier noch ein bisschen Stein abbaue. Ich werde vor allem jetzt mal auch Stein suchen, denn ich möchte uns gerne ein Steinhaus bauen. Ja, geht natürlich. So, und es gibt später noch. Wie bist du hier wieder rausgekommen? Ja, einfach rausgesprungen. Hüpf, hüpf, kleiner Wolf. Hüpfe, kleiner Wolf. Stirb, kleiner Schleim. So, Holz habe ich nicht so viel dabei, aber ich habe hier Holz. Es gibt auch richtig coole Items, habe ich gesehen. Sowas wie Jetpack-Stiefel und so ein Kram. Jetpack-Stiefel? Ja, ja, da kannst du richtig hoch springen und so ein bisschen durch die Gegend fliegen. Oder so Krallen, mit denen du dann an Wänden nur langsam runterrutschen kannst. Und dann auch so Walljump machen kannst. Okay. Aber wie man sowas bekommt, weiß ich allerdings nicht. Ja. So. Ja, und es gibt wohl unzählige Erze, wie ich das verstanden habe. Kupfer ist wohl das billigste. Okay. But we will see. Wir sollen wohl am Anfang noch nicht zu tief graben, weil da unten kommen wohl ziemlich bösartige Viecher, gegen die wir eh noch nicht bestehen können.
Nicht zu tief graben, ja. Und Sternschnuppen sind auch nicht uninteressant. Denn mit genug Sternschnuppen können wir unser Mana erweitern. Sternschnuppen also, erweitern Mana, okay. Ja, ja, genau. Du hast aktuell nur so einen Stern, einen blauen Stern da in der Ecke oben, ne? Was dein Mana anzeigt. Ja. Genau, und das kannst du wohl ausbauen, dass du weitere Container bekommst. Genau wie du deine Herzleiste auch erweitern kannst. Zum Beispiel wurde mir erklärt, wenn man die Herzleiste erweitert, dann kommt man zum Beispiel irgendwann eine Heilerin in sein Haus, die da einzieht. Und bei der kann man sich dann heilen lassen. Ja, das hat's erzählt. Hatte ich das schon erzählt? Ja, das hat's erzählt. Ich starte übrigens mal den Timer. Mach das. Ja, okay, also Haus ist Nummer 1. Ja, schade. Also ich finde diese 2D-Ansicht hier fürs Hausbauen echt schade. Findest du jetzt gar nicht so schlecht. Ich finde das jetzt nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, ich weiß es noch nicht. Das ist... Also bis jetzt gefällt mir das Spiel schon mal gut, das ist ganz klar. Also Haus finde ich halt in dreidimensionalem Raum etwas schöner. Ich kann ja die Bauarbeiten übernehmen, dann brauchst du dich damit nicht rumärgern. Ja, ich baue mir hier auch noch irgendwas. Was? Ja, klar. Wie bitte? Ja, meinst du, ich besorge die ganze Zeit nur Kram? Ja, natürlich. Lass mal bleib eigen, wofür habe ich dich? Wofür bezahle ich dich? Ja, dann bezahl mich mal. Bezahl mich! Niemals! Ich brauche eine Diamantspitzhacke. Es gibt später wohl auch so ganz abgefahrenes Werkzeug, was dann zum Beispiel auch im Dunkeln leuchtet und so. Must have. Auf jeden Fall. So. Also nicht zu tief graben, okay. Boah, ich denke mal, wenn irgendwas Ungewöhnliches dir entgegenkommt, dann weißt du schon Bescheid. Oh, ich habe ja irgendein Erz gefunden. Ja, hier unten ist sowieso Wasser, also hier komme ich eigentlich nicht so weit, weil ich hier noch ein bisschen abbauen wollte. Betten übrigens, wie ich erfahren habe, sind wohl auch interessant, das ist wie immer Minecraft, ne? Spawnpunkt. Aber um Betten zu bauen, braucht man wohl die erweiterte Werkbank. Die erweiterte Werkbank? Die erweiterte Werkbank. Und dafür brauchen wir was? Das ist, müssen wir rausfinden, ich habe keine Ahnung. Ach so. Bin halt wieder perfekt vorbereitet. Ja, also meine Zuschauer sind es nicht anders von mir gewohnt, als dass ich immer perfekt vorbereitet bin. Natürlich, ne? Muss man ja auch. Ich meine, ne? Man nimmt das ja hier auch relativ ernst. Ja, 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 das ist also das sowieso, ne? Das ist ja, ist auch hier kein Spaß. Nee. Spaß muss man ja auch mal ganz klar ist hier ja kein so. Kein Spaß hier, ne? Glibber ohne Ende. Da waren jede Menge Glibberviecher, die habe ich alle getötet. Ich habe sie alle getötet. Und warum machst du das? Ich habe sie getötet! Da kommt irgendwann die Glibber-Gewerkschaft und sagt ihnen... So nicht. Werter Herr Verdemis, anhand der neuesten Bratkartoffelkurse haben wir errechnet, dass sie bitte aufhören, hier unsere Leute zu töten. Ja, dann würde ich... Dann, wenn es soweit ist... Dann würde ich es auch lassen. Ne? Ich meine, ja. Da möchte ich auch keinen Ärger bekommen damit. Nee, das ist aber auch blöd. Ne? Das ist dann. Das geht auch nicht anders. Ja, klar. Bei Bratkartoffeln, da hört der Spaß auf, das muss man einfach sagen. Ja, sowieso, vor allem muss man überlegen, wenn da der Aktienmarkt mal zusammenbricht, dann. Ja, dann war es das mit den Bratkartoffeln. Ja, natürlich. Das ist dann. Das ist ein Problem. Wo wir gerade bei Problemen sind, ich hatte eben eigentlich gedacht, dass ich Fackeln hergestellt hätte. Wie heißen die Dinger? Fickeln. Also. Geht doch. Nee. Bisschen niveaulos bitte, ja? Jawohl, Chef. Penis. Weitermachen. Ah, ich stehe so unter Zeitdruck, mein Freund. Ich stehe so unter Zeitdruck. Wem sagst du das? Ich muss gleich auch noch ein paar Horror-Let's Plays aufnehmen. Das habe ich ja jetzt wieder stark. Ein paar, ja. Nein, eigentlich aktuell laufen nur zwei Horror-Let's Plays. Das ist Penumbra, muss ich noch beenden. Und aktuell habe ich jetzt noch angefangen, Coma, wie heißt das?
Koma irgendwas. Ich hab's vergessen. Ja, okay. Ja, von den Aufnahmen sowieso, da komme ich momentan noch kaum nach, aber ich bemühe mich. Aber ich muss auch so viel halt Real-Life-Kram noch irgendwie erledigen. Das Problem habe ich auch. Ja, das ist, ne? Das ist auch das Problem, finde ich. Real-Life ist eigentlich was echt zum Abgewöhnen. Ja, das sowieso. Das kann ich dir sagen, das bringt auch nichts. Jetzt hier mal ein bisschen Geländebegradigung. Will ich hier unser neues Ziel. Das ist aber jetzt wieder so was Monotones, wo ich momentan irgendwie. Kennst du das, wenn so deine Augen so ein bisschen schwerer werden und du völlig monoton auf eine Stelle auf dem Monitor guckst und einfach weitermachst? Da kommt gerade ein riesiger Blob mit dem Regenschirm. Klamm den Regenschirm! Umbrella Slime. Ich hol dir den Regenschirm. Komm her! Das ist Umbrella Corporation. Jetzt springt was in die macht Höhle. Eigentlich dein Don't Starve? Mein Don't Starve, das muss ich auch noch weitermachen. Ich bin ja jetzt in der zweiten Runde dran. Da ja, ich bin an der dritten. Bist schon an der dritten, bist nochmal gestorben. Ich bin nochmal gestorben, ja. Hast du jetzt auch mit Rise of Giants gestartet? Ja. Da freue ich mich aber doch. Wieso kann ich... Mist, ich habe kein Holz, ich kann keine Fackeln bauen, ich muss Holz besorgen, es ist dunkel. Sieht wahrscheinlich jetzt keiner was von meinen Zuschauern. Ich arbeite aber dran, Leute. Ich arbeite dran. Ich werde dafür sorgen, dass ihr was sehen könnt. Ihr habt mein Wort. Jetzt kommen die Zombies. Weit und breit kein Baum. Wir müssen mal... Ach, ich hab doch Pfeile hier. Zack, 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 zack. Schua. So, ich musste gerade schnell jemanden antworten. Oh, was ist das da oben? Ein Zombie-Bunny? Ich glaube, da ist ein Zombie-Bunny oben. Zombie-Bunny? Ja, Mann. Ja, übrigens, deswegen finden wir übrigens auch die Kupfermünzen, weil es auch Händler gibt und so, mit denen man dann hier Geschäfte machen kann. Ui, da kommen Zombies mit Regencapes. Die tragen Regencapes, gelbe Regenanzüge. Mit Mütze sogar. Ich hab sogar gerade was gefunden. Oh, was hast du gefunden? Ein Regenhut. Ich habe die Regenmütze von dem Zombie bekommen. Korrekt. Da oben regnet es ja auch. Macht der Regen uns eigentlich irgendwas aus? Nö, oder wofür gibt's das Ding? Einmal holen nur die Zombies an ihre Regenklamotten raus, wie mir scheint. Okay. Was Zombies halt so machen bei Regen. Ja, ja, klar. Hier kommt noch eins. Ich muss mal irgendwie ins Licht kommen, sonst sieht hier kein Schwein was ich hier mache. Das ist nämlich fucking dunkel. Licht ist übrigens ein geiles Stichwort. Warte mal. Escape. Da. Fackeln. Herstellen. Also erstmal nur 9. Oh, die haben unseren Typen hier fast gekillt. Unseren Cole. Das kannst du doch nicht zulassen. Ja, die Tür war offen. Ach du wieder. Die Tür. Und jetzt baue ich hier gerade massenhaft Lehm ab. Ja, Lehm habe ich auch noch einiges. So, jetzt baue ich erstmal ein paar Fackeln. 33 Fackeln. Ich finde bald was Vernünftiges, damit ich ein bisschen auf die Jagd gehen kann. Wir haben eine Heuschrecke. Und ich habe eine Sternschnuppe gefunden. Also bei dir oben scheint ja ein bisschen mehr abzugehen. Hier unten ist stinkt langweilig. Na, hier oben ist alles voll mit Zombies. Los Leute, alle auf Erlebniskanal wechseln, da zu gucken. Ich komm mit. Hier ist ein fliegendes Auge. Dann töte es. Ich hab grad eine Sternschnuppe geholt. Quasi Roy Snyder in seinem Helikopter. So. Splotz, alles tot. Was brauche ich nochmal für Pfeile? Das ist ein fliegender Fisch in deiner Höhle. Ja, ich weiß. Pfeile, Stein und Holz, glaube ich. Ah, und Werkbank, schade. So, jetzt haben wir hier Sternschnuppen. 3 Stück schon. Ich glaube, ab 5 Sternschnuppen können wir so ein Erweiterungsding bauen. Und ich nehme jetzt mal ein paar Eicheln mit, damit wir hier wieder ein paar Bäume pflanzen können. Oder wieder was zum Abholzen haben, doch. Holz? Wow! Was ist? Was war das? Das Auge hat ein Auge auf mich geschossen. Ach, Schweinerei. Wo ist denn eigentlich meine Lebensanzeige? Ach, da oben.
Ey, der Flying Fish, der flieht mich an. Der Flying Fish, der flieht ja, dich an. Ja, das ist eine böse Flying Fish. Ich habe ihn geköpft. Oh, du bist ja auch hier eine Marke, ne? Hier einfach Fischköpfen. Fischkopf. Fischkopf. Der Fischkopf. Überall dabei. So, ich mache mir jetzt erstmal neue Pfeile. Das geht ja hier so nicht weiter. Hallo. Okay. Brauchen mehr Bäume. Ach Quatsch, hier brauche ich ja gar nicht hin. Hier wollte ich hin. So. Pfeile. Was willst du haben? Bäume? Ja, ich habe gerade ein paar Bäume gepflanzt. Achso, man hat ja auch hier einen Munitions-Slot. Slot. Richtig. Da ist eine Zombie an der Tür. Ja, ich sehe es. Regenhut gesehen hier. Ja, sexy. Oh, hier in der Mine habe ich auch gerade einen Regenzombie. Gib mir nur das Cape dafür. Ja, komm her, du Zombie, sag du. Oh, der hält aber was aus. Oh, oh, oh. Zack, 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 zack. Aua. Zack, 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 zack. Uiuiui. Die halten ein bisschen mehr aus. So, wo ist mein Freund das Auge hin? Toll, das Auge ist weg. Oh, Sternschnuppe. Und noch eine Sternschnuppe. Ey, warum hast du so viel Spaß da oben? Hehe, weil ich ein spaßiger Kerl bin. Wo der Venemis ist, da ist immer Spaß. Darauf können wir uns einigen, oder? Venemis gleich Spaß. Da könnte eine neue Zombie. Komm aus dem Wasser, komm aus dem Wasser. Ich will jetzt nicht mal was töten, aber hier ist sehr viel Wasser. Tu ich mal, weil ich aus den Sternschnuppen hier... Ja, jetzt kann ich hier einen Mana-Kristall herstellen, das machen wir mal. Wer kriegt den Mana-Kristall? Willst du ihn haben? Soll ich ihn fressen? Ach, hau rein. Geht nicht. Bevor du wieder das Let's Play beendest. Ohohoho, ich hab 20 Mana bekommen. Die Frage ist, was mache ich mit dem Mana? Wie kann ich denn zaubern? Mit einem Zauberstab. Dann rufst du Kamehameha. In meiner Mine, hör auf meine Worte, in meiner Mine läuft ein Goldfisch durch die Gegend. Ja, das ist aber normal für südländische Höhlen. Ach so. Ja, in den Breitengraden ist es halt jetzt einfacher für die zu laufen. Jetzt läuft er nicht mehr durch die Gegend und komischerweise ist er irgendwie ausgelaufen. Da kam so ein roter Saft raus. Ganz komisch. Ja, wenn ich dir ein Schwert in den Bauch stecke, kommt da auch roter Saft raus. Da kommt der Biskin raus. Das kann man dir mittlerweile auch hinkommen. Man nimmt es eigentlich wieder ab. Ich bin aktiv dabei. Du bist aktiv dabei? Ich bin aktiv dabei, warte ab. Seit wann? Seit ein paar Tagen. Lass dich überraschen, mein Freund. Mach ich. Ich bin schwer gespannt. Ich werd schlank und sexy. Oh. Schlank und sexy. Richtig. So. Jetzt fangen wir mal an, hier Häuschen zu bauen. Wir wollen ein Hüschen bauen. Okay, angeblich. Hier kann ich das doch nicht hinbauen. Oh, 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 yes. Jetzt ist hier gefightet. Hier wird gefightet. Jetzt habe ich hier natürlich die Bäume hingesetzt. Das war natürlich voll mitgedacht. Mann, 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 Mann. Ich bin so zack, intelligent. Auge 1. Und ja, und noch ein Hauntag! Ich bin voll der Killer. Voll der Killer? Ich bin voll der Killer. Was, Digga, lauf hier oben voll tight. Mit dem Bogen, Alter. Echt, ey, Alter? Bist du voll tight, ey? Ich bin voll tight, ey. Ich bin so tight, da passt kein Tampon rein. Ich fahr eindeutig zu viel mit Bus und Bahn, ey. Ja, komm runter. Ja. Komm runter, kleiner Scheißer. Komm doch her hier. Merkt man schon, du bist ganz schön... Tight. Tight, Alter. Tight. Tight, Alter. Tight. Oh, das sind mehrere. YOLO. Na, hab euch verarscht. Ja, sie haben aufgegeben. Sie haben sich selber umgebracht, sie sind ins Wasser gesprungen. Sie konnten es nicht mehr ertragen. So, ich bin safe. Oh, ah, nein, ah. Okay,
kann ich hier auch irgendwie... Oh Gott! Komm schon! Oh, komm schon! Das Quad geht ab. Ich bin hier... Oh. Vita-Wolf ist jetzt Fischfutter. Schön. Ich bin das Wasser reingefallen und da drin kann man nicht schwimmen. Nicht? Nein, du kannst dann springen, aber das bringt nichts. Das ist natürlich, ist aber so, ist schade, ne? Ist schade. Ah, Sterben hat gar keine Auswirkungen. Ich habe noch all mein Gear. Ach so, ne dann, das ist ja easy. Easy peasy. Das kannst du einstellen. Es gibt Software. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich glaube, ich habe einen Pilz gegessen. Pilze. So. Krankheitstrank. Kann keine Heil- und Dings-Items her. Ja. Habe ich wohl. Komisch. So, was wollte ich jetzt gemacht haben hier? Ich. Du wolltest weiterbauen. Richtig, das tue ich jetzt auch. Ich wollte aber gerade auch aktiv etwas bauen. Genau, das waren Türen. Ich hatte so viel Stein. Habe ich den echt komplett verballert? Was habe ich denn hier alles? Türen. So. Stein, oh, den habe ich mitgenommen. Schade, Fessel. Den Stein habe ich. Brauchst du Stein? Nö. Ich wollte dir nur geben. Wofür ist denn so eine Linse? Was für eine Linse? Hast du da schon eine Linse? Linse Lohan. Ich habe keine Ahnung, wofür eine Linse Lohan ist. So, ich pack mal alles, was ich hier habe, rein. Außer Glibber, weil aus Glibber mache ich mir Fickeln. Oh, die Glibber. Ah, jetzt habe ich schon wieder so einen scheiß Pilz gegessen. Ja. So, wir haben übrigens schon Überlänge, weil ich ja eigentlich dadurch, dass ich die Zeit stoppe, dem entgegenwirken wollte. Aber? Ich würde sagen, weil ich ja selber nur noch wenige Minuten habe, dass wir einfach durchmachen und dann ist es halt eine längere Folge und wir gucken, dass wir morgen nochmal aufnehmen. Was halten wir davon? Ja, na gut. Ja, wenn die Leute damit einverstanden sind. Ja, frag mal. Ja, ich frag mal. Später. So, jetzt hätte ich gerne. Jetzt hätte ich gerne. Ich glaube, ich baue mir eine unterirdische Stadt. Hier, ich habe irgendwie eine Ente hier in der Nähe oder sowas. Ja, ich höre sie auch. Ja. Und wir haben einen fliegenden Fisch in unserem Haus. Oder ist das wieder dein Mausrad? Das war echt gut. So. Ja, ich hoffe, dass wir dich auch bald wieder bei TDT begrüßen dürfen, mein Freund. Ja, natürlich. Aber das kommt immer meistens, wie das ist, es kommt immer sehr knapp. Kupfer! Kupfer, Alter! Kupfer! Ich hab grad einen fliegenden Fisch getötet. Es tut mir sehr leid an alle Freunde von fliegenden Fischen. Peter wird ihn rächen. So. Okay, hier unten höre ich irgendwie ziemlich viele Geräusche jetzt. Das ist ein bisschen... Peter! Da pa, di bi di bi, da pa, du bi di bi, la la, lu bi lu bi lu, halala, hey, upi upi li, api la bi da bi du. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Ich mache hier nichts außer Stein abbauen. Dazu kann ich nichts sagen. Nicht? Erzähl uns doch was über die Beschaffenheit des Steins. Ja, also an sich ist dieser Stein im Gegensatz zu vielen Geschwistersteinen hier im Nordwesten dieser Region eher als porös bekannt, doch sehr fest in seiner Materie. Wir porös, haben halt aber daher sehr fest, auch, ja? Nein, er ist bekannt dafür, sehr porös zu sein, aber dieser hier ist sehr fest. Ach so. Du hörst mir nicht zu. Seine Bruchkanten sind ziemlich sauber, was auf eine hohe Dichte hinweisen lässt und
ich vermute, dass Dinosaurier-Exkremente dazu geführt haben, dass dieser Stein hier auch seinen natürlich grauen Ton bekommen hat, während Geschwistersteine, welche auch teilweise unter dem Cousin-Grad fallen, vielleicht ein, zwei Neffen dabei, man weiß es nicht, doch eher in Richtung des Dunkelgrau gehen. Es variiert halt sehr stark. Aber das ist normal auf unseren Breitengraden, aber sobald wir uns zur Taiga vorgearbeitet haben, werden wir feststellen, dass der Stein wesentlich lockerer wird. Was natürlich dann dazu führt, dass wir auch natürlich einen ganz anderen Baumwuchs haben, ne? Denn Steine gehören, auch wenn die weitläufige Meinung da auseinandergeht, ja mit zu Flora und Fauna. Wird's ja zur Familie der Bäume. So weit würde ich noch nicht gehen, aber ich bin momentan dabei zu referieren, dass ich eine Verwandtschaft zu Gänseblümchen nachweisen kann. Hm. Also meinst du so Gänsegranit? Ja, genau. Ja, das war meine erste Abhandlung über den Stein. Schön. Und damit, liebe Leute, beenden wir für heute unsere Folge. Nein! Ja! Ich muss aber auch die Rückfahrt hier reinziehen. Leute, tut was. Sagt nein. Moment, gleich können wir, gleich können wir. Gleich ist es soweit. Wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft, Leute. Alles wird gut. Ja, diesmal gibt es leider bei mir kein Fast. Ich habe hier Zeitdruck. Ich habe Termine. Du hast Druck. Habe ich auch, ja. Was ist das denn jetzt? Also irgendwas hier. Wieso habe ich denn jetzt die Doppelbretter, durch die ich nicht durchspringen kann? Oh, Holz. Verdammt. Hast du eine normale Holzwand dahin gebaut, oder was? Ja. Das ist klug. Nicht. Ja, hält sich arg in Grenzen, würde ich sagen. Ja. Na gut, dann in diesem Sinne. Ab in die Rinne. Auch wir das. Sehen uns dann höchstwahrscheinlich morgen bei einer weiteren Folge von... ach, du hast die Öffnung gemacht. Warum beende ich es denn dann? Ja, keine Ahnung. Weil er ein Egoist ist. Jetzt führ es auch zu Ende. Wir, liebe Freunde, sehen uns morgen bei der nächsten Folge von Terraria. Mit dem unglaublichen Verdemus, welcher hier ein Steinhaus baut. Das bin ich. Das bin ich. Der Mann mit dem Bart. Und dem Hut. So, macht's gut. Das reimt sich, ich bin das so gut. Sich. Der Mann mit dem Hut macht's gut. Ich möchte, dass das ab sofort deine Verabschiedung wird. Der Mann mit dem Hut stimmt ja bei mir sogar, weil normalerweise ich kann immer mal. Wo ist er hier? Da ist er auch schon in Griffweite. Moment, Headset weg. Der Mann mit Hut macht's gut. Sehr schön. So, ich probiere jetzt den hochzuklappen und das Headset drauf. So, funktioniert wundervoll. Tschüss!